Die Stadt Speyer will in Zeiten der steigenden Konkurrenz durch den Onlinehandel auf die Einzelhandelsgeschäfte aufmerksam machen. Frau Seiler, wenn ich mir die Stadt 2030 vorstelle, muss ich mir leere Geschäfte vorstellen? Nein, muss man sich nicht. Ich gehe davon aus, dass auch in Zeiten des Onlinehandels immer noch der Direktverkauf eine große Rolle spielen wird. Natürlich müssen wir uns seitens der Verwaltung, aber auch ja, als Kundinnen und Kunden noch verstärkter auf unsere inhabergeführten Geschäfte konzentrieren. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Städte, die eben in den nächsten Jahrzehnten oder 2030 eben noch über diese, ja, sage ich jetzt mal, kleinen Inseln verfügen, auch Wettbewerbsvorteile haben werden. Was erhoffen Sie sich für die Innenstadtgeschäfte Ihrer Stadt? Also ich hoffe mit dem heutigen Abend, dass wir sozusagen nochmal darauf aufmerksam machen, welche inhabergeführten Geschäfte wir hier in unserer Stadt haben. Nicht nur sozusagen in der Qualität, sondern auch in ihrer Einmaligkeit. Wir waren jetzt zum Beispiel bei Herrn Preuß, einem der letzten Messerschmiede seiner Art. Und da ist es natürlich an uns gelegen, dies mit fortzuführen. Können denn große Einkaufszentren auch eine Alternativlösung bieten für das Problem des steigenden Onlinehandels? Wir stehen hier direkt sozusagen hinter unserem Alpördel. Im vorderen Bereich befindet sich die Postgalerie. Wir sind guter Hoffnung, dass wir die Postgalerie eben zu einem Einzelhandelsgeschäft hinführen können. Dennoch müssen wir feststellen, auch in anderen Kommunen, dass es einen guten Mix geben muss. Und eine Stadt wie unsere mit der Maximilianstraße lebt jetzt nicht von großen Einkaufszentren, sondern sie lebt davon, eben verschiedene attraktive Geschäfte zu haben. Wie empfinden Sie denn den heutigen Abend? Ist der Abendbummel bis jetzt ein Erfolg? Ja, also wir sind sehr, sehr zufrieden für unseren ersten Abendbummel, den wir heute abhalten. Wir sind auch noch sehr, sehr gespannt auf die Resonanz, sowohl von den, ja, von den Kundinnen und Kunden, die heute auch mitlaufen als Gäste des Abendspaziergangs, aber eben auch von den Geschäftsinhabern, was wir noch besser machen können. Und wir wollen eben dieses Veranstaltungsformat auch implementieren bei uns als Veranstaltung im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing. Ja, und ob so ein Abendspaziergang die Menschen dazu bewegen kann, sensibler für den Einzelhandel zu werden, das wird sich dann in Zukunft zeigen.